Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen aus Berlin zum Rückblick auf die erste Sitzungswoche in 2024 aus einem kalten, verschneiten Berlin. Und ich frage mich, was Mojib Latif dazu sagt, der gesagt hat, Kälte und Schnee wird es in Deutschland bald nicht mehr geben. Nachher, Latif, wie erklären Sie sich das? Beginnen wir mit den Protesten. Sie hören es im Hintergrund vielleicht, das sind die Spediteure, die Logistiker, die gerade demonstrieren mit ihren Trucks. Die Bauern waren auch hier. Und sie haben alle ein berechtigtes Anliegen. Diese Ampel plündert die Bürger und Steuerzahler des Landes aus und verteilt das Geld generös in aller Welt. Aber bleiben wir kurz bei den Bauern. Die haben ein berechtigtes Anliegen und es ist gelogen worden über die Ansichten der AfD. Es wurde behauptet, die AfD will einfach Subventionen kürzen. Ausgleichslos, das stimmt nicht. Wir wollen selbstverständlich Ausgleich schaffen. Wir wollen nur, dass das Verschieben von großen Steuergeldern, die in Deutschland von den Steuerzahlern abgeknöpft werden und nach oben wandern zur EU, dort oben ausgeschüttet werden und wieder runterwandern und sich bei jeder Änderung der Ebene den administrativen Anteil rausschneidet für die Behörden, für die Beamten etc., dass wir das auf dem kurzen Weg erledigen. Weniger Steueraufkommen für die Bürger, eine massive Entlastung der Steuern für die Bürger, die dann mehr Geld haben und die dann aber auch akzeptieren müssen, dass man für die landwirtschaftlichen Produkte der Landwirte dann mehr Geld zahlt, weil eben dann die Subventionen dann wegfallen würden. Unterm Strich soll es so ausschauen, es wird viel Feintuning nötig sein, ich gebe es zu. Es soll so ausschauen, die Leute haben mehr Geld in der Tasche, es wird ihnen weniger weggenommen und das kompensiert, überkompensiert sogar, das höhere Aufkommen, was sie dann für landwirtschaftliche Produkte zahlen und die Landwirte haben dann auch mehr Geld, obwohl sie keine Subventionen mehr bekommen sollen. Das ist die Idee, das ist die Theorie, die die AfD umsetzen will. Und bleiben wir bei den Landwirten und vor allem bei Landwirtschaftsminister Özdemir. Er hat gesagt, wenn die Landwirte mehr Geld brauchen, sollen einfach die Bürger ein Soli zahlen und mehr Geld zu den Landwirten geben. Das ist ein perfides Spiel, wo versucht wird, berechtigte Anliegen, berechtigten Protest zu spalten und die gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander aufzubringen. Die Steuerzahler sollen die Bauernproteste nicht mehr als legitim wahrnehmen, sondern in einem Konkurrenzdenken verharren. Das ist ein Beispiel für niederträchtige Politik. Ein Minister sollte das Volk zusammenhalten und nicht die eine Gruppe gegen die andere aufwiegeln. Ja, und bleiben wir bei einem weiteren sehr kontroversen Thema, dem Remigrationsthema. Sie haben ganz viel dafür gehört, angebliche Geheimmissionen etc. Aber lassen Sie sich kurz erklären, worum es geht. Es geht um die Rückführung von Leuten, die nicht deutsche Pässe haben, die nicht Deutsche sind, die aber bei der Beurteilung, ob sie einen rechtlichen Anspruch haben, in diesem Land bleiben zu dürfen, einfach durchgefallen sind. Entweder weil dieser Anspruch gar nicht besteht, wie mit den letztinstanzlich festgestellten direkt ausreisepflichtigen mehreren hunderttausend Leuten, die noch in Deutschland sind, oder aber weil sie durch Missachtung unserer Gesetze aufgefallen sind. Und wir deswegen sagen, wer unsere Gesetze missachtet, nein, der soll bitte nach Hause leisten. Den wollen wir nicht in Deutschland haben. Also wir reden von Leuten, die keine deutschen Pässe haben. Ein paar Beispiele. Ja, wenn jemand an der Bushaltestelle Kinder oder Frauen drangsaliert, belästigt, okay, du bist kein Deutscher, bitte reise nach Hause. Zur Not auch mit Nachdruck. Wenn sich jemand mehrere Identitäten erschleicht, um damit mehrere Sozialhilfeleistungen abzugreifen, Remigration. Wenn jemand mit Drogen im Park handelt, Remigration etc. Wenn jemand eine Gaststätte hat und Steuern zahlt, eigentlich ist er sehr willkommen, es sei denn, ihr benutzt diese Gaststätte zum Waschen von Geldern aus der organisierten Kriminalität. Ja, okay, dann wieder Remigration. Und hat er ein Reisebüro, ist er auch sehr willkommen, es sei denn, ihr benutzt das Reisebüro zum Schmuggeln von Ware zum Beispiel oder von Arten, die vom Aussterben bedroht sind nach dem Washington Artenschutzgesetz, auch dann Remigration. Seien wir ganz ehrlich, wer die Gesetze einhält und zum Gelingen des Staates beiträgt mit seinen Steuern und seine Kinder gut erzieht, herzlich willkommen. Wer die Gesetze brechen will, der ist uns nicht willkommen und von dem wollen wir, dass er das Land verlässt. Ganz einfach. Und ja, das hängt an der deutschen Staatsbürgerschaft, die mag das eine oder andere verhindern, aber auch da muss geschaut werden, wer hat vielleicht falsche Angaben gemacht beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft, wer war da unehrlich, auch darüber müssen wir reden, denn dann müssen wir feststellen, dass der Erwerb nicht so ganz legal war. Aber das sind schon wieder Spezialfälle. Es geht im Großen und Ganzen geht es darum, die Gesetzestreue und ob die Leute bereit sind, mit Arbeit zum Gelingen des deutschen Staates beizutragen. Und damit sind wir schon beim fast vorletzten Thema, der Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes. Ja, es gibt zwei parallele Gesetzesänderungen zum Energiewirtschaftsgesetz. Das eine ist bereits diese Woche in der zweiten und dritten Lesung, also wird verabschiedet, das andere ist in der ersten Lesung. Es geht immer um Wasserstoff. Das eine ist natürlich die Festlegung der Farben des Wasserstoffes, also wo er seinen Ursprung hat. Ist er grün oder ist er nuklear oder ist er vielleicht aus Erdgas hergestellt? Und das andere ist natürlich dann die Festlegung der Finanzierung der sogenannten Habeck'schen 10.000 Kilometer Wasserstoffpipeline. Ich nenne sie sehr gerne die Hindenburg-Pipeline, nicht nach dem Reichspräsidenten, sondern nach dem alten Zeppelin, denn ich fürchte, auch diese Pipeline wird irgendwann diesen Weg gehen. Das Ganze in zwei verschiedene Gesetze zu machen, die kurz nacheinander im Bundestag passieren, ist einfach handwerklich schlechte Arbeit. Ein funktionierendes Ministerium, das nicht von heute auf morgen lebt, sondern das einen gewissen Horizont hätte in der Vorausschauung,
wie er seine Projekte abwickeln will. Hätte er das in ein gutes Gesetz zusammengefasst, hätte er das mit dem nötigen Vorlauf und der nötigen Zeit und nötigen Sorgfalt verabschiedet und durch den Bundestag gebracht. Dass es hier in zwei Gesetzen kommt, zeigt einfach, dass dieses Ministerium wirklich schludert. Und vielleicht glaubt der Habeck einfach auch, dass die Ampel jeden Tag vorbei sein könnte. Deswegen machen sie es hoppladihopp. Das kann ja sein. Und zuletzt, wir kommen zurück zu den 8095 Projekten von Ministerin Schulze im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Schaut man sich die Listen genauer an, und wenn Sie Zeit haben, machen Sie das. Es ist wunderbar, sich diese Projekte anzuschauen. Wir finden auch Projekte, die in EU-Ländern durchgeführt worden sind. Das heißt, in Kroatien, Bulgarien und Rumänien wurden nach deren Eintritt in die EU, nach dem Eintritt in die EU, wurden Entwicklungshilfeprojekte begonnen. Und das heißt, ja, wir haben Entwicklungsländer in die EU aufgenommen, mit denen das BMZ danach Projekte durchgeführt hat. Okay, sie sind mittlerweile beendet, aber das ist wirklich interessant anzuschauen, zusammen mit all den anderen Verschwendungen von ihrem Steuergeld, sei es jetzt in Gaza der Bau von Wasserleitungen, aus denen Raketen gebaut werden, sei es in Indien, eine Nation, die Atomraketen hat und Drohnen und Rover auf dem Mond absetzen kann, oder natürlich in der Volksrepublik China, von der wir sowieso wissen, dass sie uns technologisch mittlerweile abgehängt hat. All dort, in all diesen Orten und auf vielen, vielen weiteren verschwindet einfach das Steuergeld, es versickert, es rinnt durch die Hände in Projekte, deren Nutzen man wirklich ein massives Fragezeichen an diesen Nutzen hängen muss. Und damit muss auch massiv Schluss sein. Sie, der Steuerzahler, muss massiv entlastet sein. Mit der Verschwendung von Geld in aller Welt muss Schluss sein. Und das war's diese Woche aus Berlin mit dem Rückblick auf die Sitzungswoche. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. Dann ist nämlich die Nachholhaushaltswoche von 2024. Ja, und dann schauen wir, wie die Regierung das finanzielle Problem lösen will und wie sie ja, mit ihren Steuergeldern umgehen wird. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass es gut wird, aber es ist nötig, dass ich Sie darüber informiere. Bis dann, vielen Dank und auf Wiedersehen.